Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück bei The Hunter Primal. Es gewittert. Ja Leute, zurück bei The Hunter Primal und ich habe aber auch eine kleine schlechte Nachricht für euch. Und zwar wie können wir jetzt da runter? Sehe fix, ohne dass ich mir jetzt wieder das Knick breche. Weiter runterlaufen? Und zwar am 10.11. 10.11. kommt Fallout 4 raus und da werden wir mit der Let's Play-Reihe von Fallout 4 beginnen und so lange werde ich noch The Hunter Primal Let's Player. Das sind jetzt nur grob gesagt 2 Wochen und ich werde versuchen, jeden zweiten Tag noch ein Let's Play rauszubringen, aber der Grund ist einfach der, im Spiel, so wie es aussieht, ändert sich nicht wirklich was und ich will es jetzt auch einfach nicht tot Let's Player. Weil, ja, mir hatte extrem geile Momente in dem Spiel und ich will es jetzt nicht wirklich so lange ausnutzen, bis wirklich Connor das mehr ausschaut, weil er es nämlich sehen kann. Und weil es sich jetzt einfach ab jetzt, sage ich mal, oder ab demnächst dann einfach wahnsinnig wiederholt. Und, aber ich habe euch was versprochen und das werde ich nicht vergessen. Ich habe euch versprochen, Kid, dass der Hunter Primal immer irgendwie Bestand haben wird auf meinem Kanal. Das heißt, dass trotzdem ab und zu immer mal wieder ein Video rausflattert von der Hunter Primal und sobald es hier ein Patch oder Update gibt, wäre man natürlich hier wieder am Start sein, aber wie gesagt, am 10.11. starten wir mit Fallout 4, am 1. Dezember kommt Just Cause 3, ja, und ja, das sind alles beide Spiele, die ich wahnsinnig gern spielen will und ja, dann wird es ein bisschen eng mit der Hunter Primal und es waren halt auch schon so Kommentare wie mit, ja, es ist nicht mehr so wie am Anfang. Kann ich verstehen, absolut kein Problem, sehe ich genauso und von daher, ich denke, ihr könnt es verstehen, was ich da damit meine und ja, ihr könnt ja eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Ja, also wie gesagt, ich werde jetzt versuchen, die nächsten 14 Tage das Spiel jeden zweiten Tag regelmäßig zu bringen, aber ich kann es nicht versprechen, ob ich es jeden zweiten Tag schaffe. Und sobald es ein Patch gibt oder Update oder sonst irgendwas, dann sind wir hier wieder am Start. Aber mir wäre es dann erstmal einstellen. Was nicht heißt, dass gar nichts mehr kommt, sondern es wird schon, denke ich mal, vielleicht einmal im Monat oder so da ein Primal Video kommen. So dass man das Ganze noch ein bisschen interessant gehalten, ja? Interessant gehalten. Ja, dass man das Ganze noch ein bisschen interessant beibehalte, ja, und nicht tot Let's Player, bis irgendwann das Corner mehr sehen kann. Von daher, also wie gesagt, schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommis, ob ihr das für richtig haltet. Ich denke, es ist richtig so und es gibt auch noch andere gute Games. Von daher, im Moment ist ein bisschen Flaute, wisst ihr selber, also im Moment ist gerade echt nichts Großes am Start, am Stiesel. Ab nächstes Jahr, Anfang nächstes Jahr werde ich mir auch eine Konsole zulegen, dann haben wir auch nochmal eine größere Game-Auswahl. Es geht schon los, es sind so Gründe mit der Konsole, wie zum Beispiel Far Cry Primal. Erscheint wieder 2 Wochen vorher auf der Konsole, bevor es auf dem PC rauskommt. Und das sackt einfach ein bisschen, das kotzt mir einfach aus sowas. Sowas regt mich auf. Und das sind halt alles so Gründe, warum eine Konsole ja, ich bin zwar der absolute PC-Spieler, ich kann mir es eigentlich gar nicht groß vorstellen, auf der Konsole zu zocken. Ein Doppelschuss, so der Leib immer noch. Let's see, fix. Ist ja so noch verreckt, der Kerl.
Der ist schon da, oder? Da ist er hergekommen. Nee, da ist er wegrennt. Halt mal, ich muss noch die andere einscannen, da bevor ich jetzt weggehe. Weg geht's nämlich in der Welt ein, holen wir den noch. Ja, auf jeden Fall, es gibt noch andere gute Games, aber manche Games, die erscheinen einfach nur auf der Konsole oder weitaus früher als auf dem PC. Ich bin der absolute PC-Gamer. Ich, ja, früher hat man ab und zu mal Konsole gespielt, aber ich kann mir auch nicht wirklich vorstellen, wie das ist, wenn man Far Cry auf der Konsole spielt. Aber scheinbar soll es nicht schlimmer sein als auf dem PC. Also ich muss mich da erstmal damit auffreunden. Aber es geht halt einfach darum, dass ich euch auch gerade im Let's Play-Bereich das alles zeitnah dann bringen will. Weil es ist zum Beispiel so, dann, wenn ich jetzt nur auf dem PC spiele, ja, dann komme ich wieder 2 Wochen später als die andere. Ihr habt Bock auf das Game, wollt es sehen, dann schaut das natürlich, was nicht schlimm ist, auf einem anderen Kanal auch. Auf einem anderen Kanal auch, weil der schon 2 Wochen früher Let's Played. Und dann hat natürlich auf meine Let's Plays keiner mehr Bock, wenn ich erst 2 Wochen später da komme. Und ja, nicht nur das, sondern ich will auch das Spiel. Ich kann es kaum erwarten, bis Far Cry Primal rauskommt. Es gibt ja schon so kleine Einblicke so. Ich spoilere ja jetzt nicht, wenn ich das erzähle, weil das sind ja Sachen, die sieht man im Teaser auch. Also der Far Cry Primal spielt in der Steinzeit und wir fangen komplett mit Null an. Also scheinbar haben wir am Anfang gar nichts, wir müssen uns alles craften und müssen uns dann dementsprechend andere Höhlenmenschen anschließen und ich weiß nicht, ob es ein Gerücht ist oder ob es stimmt, wir müssen... Kein Muni mehr, fuck you. Wir müssen Mammuts zähmen und auf dem wir dann reiten können, weil ja, Mittelalter-Fahrzeuge ist nicht, ne? Und ja, freue mich übelst drauf. Das wird vielleicht so ein bisschen so der Art Hunter Primal wahrscheinlich nur wahnsinniger, ja? Und ich habe die Hoffnung immer noch nicht aufgegeben, dass bei THP hier, also der Hunter Primal, dass sie vielleicht nicht doch nur sich bemühe um irgendeinen Patch oder so. Oh, und dann wäre das Ganze halt auch einfach nice. Und wie gesagt, da sind wir dann auch auf jeden Fall wieder am Start. Aber nächstes Jahr wird es auf jeden Fall weitergehen mit den Let's Plays und ja. Und die Spieleauswahl wird dann auch ein bisschen größer, dass man so Flaute zum Beispiel, wie wir sie jetzt hin, dann nehme ich hin. Ja, manche Games, wie gesagt, die gibt es halt nur auf der Konsole, für die Konsole und. Ich werde jetzt auch nicht die Frage stellen, Xbox oder PS4, weil das ist wie AMD und Nvidia, das ist wie whatever. Da hat jeder so irgendwie seine eigene Meinung dazu und ich bin generell kein Konsole-Freak, sage ich ganz ehrlich. Und von daher ist mir es eigentlich auch egal. Ich kann sagen, ich tendiere mehr zu PlayStation, weil mir da der Controller besser liegt. Das ist jetzt vielleicht eine Laie-Aussage. Oh, ist ja scheißegal, was für ein Controller, Xbox ist viel besser und kennt man ja alles, die Fights Xbox oder wie Android versus Apple und es ist alles, am einen liegt das mehr, am anderen liegt das mehr und also wie gesagt, ich tendiere eher zu PS4. Man kann das halt wirklich niemand fragen, gell, das ist so, man kann echt niemand fragen, was bevorzugst du, jeder vertritt sein Ding. Und von daher werde ich mich da einfach still und heimlich Leute für entscheiden. Mal sehen, wie Weihnachten ausfällt. Vielleicht kaufen wir auch beide. Muss mal schauen, ob es einen Sinn macht. Ja, auf jeden Fall haben wir dann noch eine größere Spielevielfalt. Und dann läuft es. Meine Freunde. So, wir gehen jetzt hier noch zu dem Camp. Kommen wir mal wieder back zum Spiel. Ich habe jetzt 10 Minuten lang nur gelabert über irgendwelche Sachen. Was ich aber bei dem Spiel hier nicht ganz so schlimm finde. Weil, ja, wir sind ja heute eh viel unterwegs. Gehen wir mal auf jeden Fall in das Camp. Und schauen mal, was da so geht. Da waren wir nämlich noch nie. Ist das ein Rex? Ist das ein T-Rex?
Hey, ist ja da oben und kann nicht runter. Sieht fast so aus, he? Ja, aber das Ding ist, ich muss da hoch. Ja, das ist ein T-Rex. Und ich muss da hoch. Das ist doch scheiße. Ich komme wahrscheinlich da jetzt nicht weiter, oder? Mit meinem Glück nicht. Ich versuch's mal. Ein Vorteil habe, wenn jetzt die Dinger da kommen, dann haben sie nur einen Weg. Jetzt ist gleich Map-Ende oder so. Ja. Oh ne, bis jetzt sieht's gut aus. Dass wir da vielleicht irgendwie außer rumlatschen können. Komm wieder hoch. Ich muss dann gleich in die Base rennen, weil T-Rex und so. Ich komme bestimmt nicht da hoch. Im letzten Stück rutsche ich. Komm, pack dich da ein bisschen hoch. Komm nicht hoch. Na, T-Rex können sich da oben nachstellen. Da kann ich mir von da an schon mal ein paar verbrezeln. Ich bin gerade gerutscht. Ich höre ihn. Komm her, Digga. Bestimmt packt er sich jetzt gleich da runter und dann frisst er mich. Warum liegt meine Pumpe eigentlich auf Slot 1? Das wird nichts. Ja, du kennst mich mal. Du machst mir gar keine Angst, Probe. Der Clown. Clown Rex. Scheiße, Leck. Du musst da hoch. Digga, mach doch keinen Scheiß jetzt und lauf da nur. Jetzt bin ich noch bald kommt. Ja gut, aber wenn ich einer Rival zurückgehe, wäre keine Option gewesen, weil der Rex da oben war. Ich hoffe, ich kann da außen rumlaufen oder die Wand wird gleich so steil, dass da nämlich gar nichts mehr geht, weil irgendwie wird die Wand da immer höher. Das gefällt mir nicht. Ich habe wieder den Kopf wieder so schräg, als würde es was bringen, wenn ich am Bildschirm vorbeigucke. Oh oh. Ah, da vorne sieht es besser aus. Jetzt pass auf, hier am letzten Stück kann ich nicht mehr weiterlaufen. Ja, es wird so. Ah ne, hier kann ich auch Wasser laufen. Ja, der T-Rex immer abgehängt, hä? Oh ja, sehr schön, sehr schön. Hier wird's gleich besser. Da wird's gleich viel besser. Hier wird gar nicht besser, erst da vorne. Ganz da vorne. Oh mein Gott. Ich glaube, T-Rex tanzt immer nur da rum. Verdammte Axt, komme ich jetzt mal da hoch irgendwann? Sieht nicht gut aus, Lady.
Jahre, Jahre unterwegs. Ey, wenn sie im Patch bringen, dann soll es ja nur ein Dings in Ausdauer-Pod erfinde. Implementiere. Dass man schön sicher Ausdauer-Sprayer kann. Leute, ich glaube, wir sind am Stissel. Was ist back in business, meine Freunde? Back in business. Hallo, Mr. T-Rex. Ich will nur kurz da vorbei hier ans Lager nennen. Ich will überhaupt nicht von dir. Mr. T-Rex. Wäre echt lieb, wenn Sie mich in Ruhe lassen würden hier. Ich will hier nur passieren. Ich glaube, der lässt nicht mit sich verhandeln. Beim Trümmelhander. Miep, miep. Don't fuck with the god. Ja, jetzt wieder große dicke Fresse. Hey, was ist das für ein Lagerle da? Ich kann mich nicht mehr gescheit verstecken. Jetzt wieder große Fresse und dann kommt da der T-Rex und zack, Kopf ab. Ist ein scheiß Ernst jetzt wieder. Ja, kriegt den T-Rex nicht down. Mit was? Kann ich ja mit Pfeile abschießen. Ich muss da vorne das Paket. Ja, GG. Und da ist der andere jetzt, oder? Ne, der ist jetzt weiter links. Filze. Nö, du musst hier kurz warten hier. Ich muss gleich fast über mein Paket drüber glauben. Ach, fick dich, Alter! Und ich frisst er mir jetzt. Ihr habt's verdient. Deine Dreckspakete. Wo laufe ich denn jetzt noch? Da habe ich wieder ein Camp. Und gucken wir, dass wir da noch kommen. Da geht's lieber nur, oder? Hey, der läuft mir hinterher dann, der bangt mich. Ich muss ihn töten. Schaffe ich aber nicht. Wo ist er denn? Läuft weg, oder? Schau, der Wahnsinnsturm da. Ne? Ich kann nicht einmal da rein. Ich kann mich nicht einmal da rein verstecken. Wenn ich es schaffe, da irgendwie runter zu kommen. Oh Mann, Digga. Don't fuck with the god. Dreimal Herz. Zweimal Herz, okay. Spiel fortsetze. Ja, das war die Rettung, Leute. Das war definitiv die Rettung.
Ich habe meine Chance gesehen und habe sie optimal genutzt. Ja, die sind so Gründe, ja, warum man die Let's Play von der Hunter Primal dann beenden werde, weil ihr seht ja, ich komme tadellos durch das Spiel und can't be stopped. Nein, natürlich nicht. Das war jetzt auch wieder, was heißt Glück? Aber schlecht geschossen habe ich nicht, aber ja, dass er jetzt auch so stehen geblieben ist und so. Also die Geschichte hätte natürlich auch anders ausgehen können. Also jeder denkt, dass ich mit der Schrot. Gut, es war zwar die Munition da, die ein bisschen so, nennen Sie es einfach mal, ein bisschen panzerbrechend ist, aber jetzt nicht denkt, dass ich den mit drei Schrotflinteschüsse da wegnatz. Aber er stand auch perfekt, also die konnten wir gar nicht daneben schießen. Also es lag jetzt nicht an mir, sondern es lag an dem Rex, dass der mir so einfach gemacht hat. Warum sagen eigentlich immer Rex? Warum sagst du eigentlich immer Rex? Hätte gerne noch ein paar Uta-Raptoren zum Frühstück, meine Freunde. Ne, ich will jetzt erstmal ein bisschen Muni. Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Das wechseln wir gleich an. Weil nachher stehen wieder Viecher vor uns und dann macht es wieder klack, klack. So, ich habe Pilze ohne Ende. Ich sage jetzt wieder, ich hätte gerne ein paar Utahraptoren und dann kommen sie, die Kollegen, und dann bängen sie mir wieder an der Geschichte rum zu 6, zu 5, zu zweit. Ich lasse ihn jetzt einfach mal sauer. Wir lassen jetzt einfach mal Sau. Los, sauen wir mal eine Runde. Wir können noch mal Turbo geben, ein bisschen. Ein paar physische Sprinter. Das ist nicht der Hunter Primal, sondern der Sprinter Primal. Müsste aber, ne, schon ein Stück. Schon ein Stückle. Ich sitze halt da und gautsch mal ein. Wir können auch auf X, können wir ein bisschen Kamera schwenken. Sehr schöne Landschaft. Sehr schöne Landschaft. Wir müssen aufpassen, dass ich da vor lauter Kasperl das nicht in so einen Busch reinrenne. Dann ist wieder gar nichts los, gell? Da ist wieder ausgestorbenes Gebiet. Vielleicht laufen wir durch verschiedene Zeitzonen, wisst ihr? In der Zeitzone hier sind sie schon ausgestorben. Oh nee, hier was. Aha. Aha. Da ist also nur noch. Okay. Selber schuld. Wer runterläuft, der muss bloß wieder rauf irgendwann. Hör ich da einen Utadaptor? Ja, überall Spuren hier, überall Spuren. Und da ist schon wieder raufgelaufen. Habt das gesehen? Das ist gesagt, Segel. Das laufst du nur noch. Irgendwann musst du wieder hoch. Und zack. So war's. Ist das schon das Camp, was? Also ist das nur ein herrenloses Paket? Ist nur ein herrenloses Paket. Genau, aber auch mal auf der Karte schauen, so ist es nicht. Ja, so circa hier müsste es sein. Fehlschuss.
Warum liege ich hier auch falsch rum? Da liegt alles falsch rum bei mir heute. Ich wollte nicht steigen. Natürlich nicht. Da liegen ja gleich zwei Packets. Dann lohnt sich's wenigstens noch. Was war da? Da lohnt sich's wenigstens. Mal zum Laufen. War der eigentlich ein Leuterkollege? Oder chillt dem sei Sibi da noch irgendwo? Irgendwo aus dem Busch rausblasen. Jetzt Schlitzerbäume, habt ihr eh keine Chance. Wenn ich Schlitzerbäume bin, geht gar nichts mehr für euch. Jo, ich bin auch schon oft genug an den Schlitzerbäume verreckt. Aber egal, Leute, man muss immer ein bisschen cool rausschwätzen. Ach komm mal, willst du wieder verarschen mit deinen Trickspakete da? Ein Scheißdreck drin. Lauf da meilenweite Umwege für die Dinger und jedes Mal ist bloß Rotz drin. Und nächstes Jahr bestimmt wieder Pfeile. Hä, was kommt da jetzt noch vor Paket? Ne, da kann nichts sein. Also. Auch ein herreloses Paket, aber Station kann da keine sein. Irgendwas hat gerade grunzt. Wahnsinn. Das war jetzt auch gerade Logik mit dem Stecken. Ah, da sind wir gleich beim Camp. Sind ja schon wieder gleich bei 30 Minuten beinahe beieinander. Hör ich was laufen? Waren wir da schon mal? Ich kann es euch nicht sagen. Ich glaub's fast nicht, dass wir da schon mal waren. Wenigstens ein bisschen was wir brauchen können. Wenn wir nicht ganz umsonst an der Klatsch sind. Naja, schade. Ja, Leute. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen und ja. Was ich auch gesprochen habe mit dem The Hunter Primal Let's Plays und so, könnt ihr eure Meinung dazu äußern in die Kommentare. Würde mich freuen, wie gesagt, ich antworte da oft nicht drauf, aber ich lese eigentlich alles. Und es freut mich auch immer wieder. Und ja, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.